Ja, Leute, wir machen weiter. Sorry, mein Schatz, der hat mich gerade angerufen. Ich weiß nicht, wie ich das mache mit den Einstellungen. Wenn mich jemand anruft, bricht das für die Aufnahme auf. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Muss ich mal gucken nachher. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, mit demselben Buch, ne? Ja, also die Juden und die Christen haben die dasselbe Buch, die Tora. Bei den Juden ist das die Tora, ja. Und bei uns ist das das Alte Testament. Wir haben dann noch das Evangelium, ja. Und das wird von den Juden nicht angenommen. Somit haben wir teils dasselbe Buch. Wir haben dasselbe Buch wie die Juden, doch die Juden nehmen unser Evangelium, das Neue Testament, nicht an, lehnen es komplett ab. Die Juden, die nicht, also ja, die normalen Juden halt, sag ich mal. Wir haben dasselbe Buch, ja, die Tora, dann noch das hinzugefügt, das Evangelium, dass die Juden nicht annehmen. Aber warum fragst du solche Fragen? Also die sind ja eigentlich sehr einfach, lieber Bruder. Wird Jesus die Menschheit vom Islam befreien? Ja, natürlich wird Jesus die Menschheit von dem Islam befreien. Ja? Jesus hat, die Römer haben noch an diesen Zeus und Odysseus, die Griechen an Odysseus geglaubt, sogar noch, wo sie Jesus gelebt haben. Ich kenne heute noch einen Griechen, der heute noch an Odysseus glaubt, an diese Götter. Ja? Das musst du dir mal vorstellen. Es gibt ganz, ganz wenige. Und Jesus kam und diese Religion hat er auf einmal, wuff, ja, guckt ihr das doch mal an, Moslems hören von Jesus, wow, ja, und nehmen ihn an, Hinduismus, Buddhisten, was weiß ich was, ja, guck mal Südamerika hat, Jesus hat mit seinem Wort, ja, also unser Glauben, sein Wort, hat ganz Südamerika, was heißt ganz Südamerika, USA ist ein Viertel der Bevölkerung Christen, offiziell, ja. Ein Viertel. Und Südamerika, das sind Südamerika bis Mittelamerika sind alles Katholiken. Meine Freundin zum Beispiel, die ist Mexikanerin. Und die geht jeden Sonntag in die Kirche. Ja? Geht jeden Sonntag in die Kirche, meine Freundin, Mexikanerin. So. Und meine Freunde auch hier, zwei Kolumbianer. Jeden Mittwoch, die gehen jeden Mittwoch in die Kirche. Ja? Die Südamerikaner sind total große Sünder, aber auch große Gläubige. Ja? Natürlich, da hat die doch total befreit von, was die da sonst Vögel an die Wand geklatscht haben und von dem ganzen Buddhismus und was weiß ich, was die da Voodoo und so hatten früher. Ja? Oder was weiß ich, Geistesanbetung, was die da hatten. Coca-Plätter, Chan-Chan-Chan und Geister, Chun-Chun-Chun. Ja? Jesus hat sie befreit davon. Natürlich, Jesus befreit. Jesus ist es, der befreit. Das Problem ist immer nur, dass die Christen nicht verstehen, dass vielleicht auch Gott, David war auch ein politischer Gläubiger. Das verstehen die Leute nicht. David war auch ein der ganze Alte Testament hat mit Politik zu tun. Erobern, verteidigen. Ja? Ein Prophet von uns ist zu einem König gegangen und hat mit ihm gesprochen. Der König hat gesagt, hör auf, ja, hör bloß auf, du wirst mich noch überzeugen. Und unser Prophet hat gesagt, ich will nicht nur dich überzeugen, sondern deine ganze Armada, ja, vor den ganzen Leuten hat er das gesagt. Vor seinen ganzen Leuten hat keine Angst gehabt. Ja, natürlich kam Jesus erst später, aber Jesus ist ja das Wort Gottes. Somit, wenn der Vater spricht, ja, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Somit war Jesus in der Form des reinen Wortes schon immer da. Das Wort kam dann nur ins Fleisch. Das Wort war schon immer da. Wer hat gesprochen im Alten Testament? Jesus, die pure Essenz, das Wort hat gesprochen, weil es ja von Anfang an da war. Ja? Der Vater sagt, das Wort war doch schon am Anfang an da. Hat der Vater zwei Wörter? Das Wort war da, Jesus. Ja? Das Wort des Vaters. Ja, das Wort des Vaters am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war da. Ja? So. Gott in drei Personen war schon immer da. Gott in drei Personen war schon immer da. Ja? Wisst ihr was, ist auch ganz einfach zu erklären. Warum ist Gott Liebe? Warum ist Gott Liebe? Warum sagt Gott, lasst uns sie in unserem Bilde erschaffen? Vater, Sohn in dieser Funktion, ja, in diesem System
des Aufbaus 3. Ja, Baum, Krone, Stamm, Wurzel, Familie, Vater, Mutter, Kind. Ja, aber die eine Mutter und der eine Vater können ja auch 5 Kinder haben. Also sind ja dann 7, nicht 3. Vater, Mutter, Kind. Ja? Vater, Mutter, Kind. 3. Lass sie uns in unserem Bilde erschaffen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja. In unserem Bilde. Vater, Sohn, Heiliger Geist, 3. Ja? So. Natürlich wird Gott uns davon allem befreien, er bitte und ich werde dir geben. Wenn wir 2 Milliarden Christen, ja, beten, Gott, bitte, befreie uns von diesem Islam. Gott, ja, wenn wir auf Gott vertrauen, habt Gott Vertrauen. Wenn wir vertrauen auf ihn, ja, und glauben, ja, ich werde euch geben, was auch immer ihr verlangt. In Jesus Christus Namen, ja, bitten in Jesus Christus Namen. Wird er uns befreien und somit tut sich die Endzeit wieder verschieben. Ja? Wenn wir resignieren, ist die Endzeit dann da, wenn die Resignation einen Punkt erreicht hat, ja keinen Widerstand hat im geistlichen Kampf, ja, und beten und sowas, wenn wir damit aufhören, es heißt ganz klar, wenn die Zeit der Abtrünnigkeit kommt, abtrünnig von was? Abtrünnig vom Glauben. Vom Gottesglauben, nicht mehr beten, nicht mehr an Gott glauben, dann kommt die Endzeit. Wenn wir 2 Milliarden Christen, du beten, unsere Kinder wieder zu Christen erziehen, was passiert? Die Endzeit verschiebt sich. Das weiß natürlich nur Gott, wann dieser Punkt genau ist. Wir wissen das nicht, also müssen wir die Endzeit versuchen, so weit wie möglich herauszuschieben, damit wir den letzten Markus, der in den Himmel kommt, ja, so weit wie möglich, so spät wie möglich den letzten Markus hochbringen, damit wir so viel wie möglich, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das heißt nicht nur den Lebenden, das heißt, ich habe dich geformt, ja, ich habe dich geformt im Bauch deiner Mutter, ja, Jesus hat, Gott sagt dir ganz klar, Gott ist der Kreierer, Jesus, ja, sagt dir ganz klar, ich habe dich schon geformt in den Bauch deiner Mutter, Jesus sagt, ja? Bevor nur ein Stein, wisst ihr, was das heißt, liebe Freunde? So, diese Liebe müsst ihr langsam mal haben. Ihr habt sie, die richtigen Christen haben sie. Aber die das noch nicht so verstehen, müssen darauf hinarbeiten. Und das ist keine Kritik, ich will nur helfen. Ja? An diese Liebe müsst ihr herankommen. Wir können natürlich nicht wie Gott lieben, aber im Verständnis so sein. Verstehen können wir das, denn Gott ist in uns. Der Geist ist in uns, also können wir es verstehen. Doch nicht diese Kraft aufbringen wie Gott selbst, das ist ja klar. Aber wir müssen dahin kommen, ja, in die Nähe. Sagt nicht Gott, ja, wenn ihr im Korinther seid, habe ich von Abdul gelernt, erst vor kurzem muss ich zugeben, ich gebe es zu, sorry, ja. Falls ich mal vorher einen Fehler gemacht habe, ich entschuldige mich bei euch Gemeinde und vor Gott, ja, habe ich erst vor kurzem vor Abdul gelernt, wenn ihr im Korinther seid, seid ihr heilig. Wer im Korinther ist, ist heilig, hat Abdul gesagt im Korinther. Ja. Ist das nicht der Hammer? Da müssen wir natürlich auch im Korinther sein und das machen, was da drin steht. Ja, ist ganz klar. Frauen, schweigt in der Gemeinde und hört auf den Mann. Sonst erreicht ihr die Heiligkeit nicht. Und du, Mann, genauso. Ja, denk nicht, dass du, weil du der Haupt der Frau bist, über der Frau stehst. Wir haben eine Gleichberechtigung. Ja, und so weiter, was halt im Korinther so steht, ja, ihr Lieben, so, dann hat, ja, gut, okay, Jesus wird uns befreien, wer bitte in meinen Namen und ich werde geben, was heißt das, bitte Jesus Christus, ich erbitte in deinen Namen, Jesus Christus, mein Herr, befreie uns von den Islam, diese Unterdrückung, die sie sich selbst machen, ihren Frauen und den Ungläubigen, ja. Und stell dir vor, wir machen das 2 Milliarden Christen. Stellt euch das vor, jeden Tag, dieses Gebet. Ich sage euch, Leute, ich sage euch, und ich habe euch gesagt, der Islam wird verboten. Wisst ihr warum? Weil ich Gott Vertrauen habe, weil ich das wusste. Weil ich weiß, wie viele Christen auf der Welt beten, ja, gerade in China.
Ja, gegen diese Unterdrückung in China, Philippiner, gegen die Unterdrückung, was jetzt passiert ist da in, wie heißt diese Stadt in Südphilippinen, Malawi oder sowas, was da alles, was da passiert ist, wird in den deutschen Medien gar nicht gezeigt. Schlimmer, wie, genau wie IS, ganze Stadt bombardiert und was weiß ich was. Ja, wie Damaskus und Aleppo. Ja, und sowas. Wie Amerikaner für uns beten. Amerikaner beten gerade für Europa. Das habt ihr, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, wie Amerikaner gerade in Europa, wie die uns lieben, die Christen dort. Ja. Betet für Europa, dass wir befreit werden, dass wir wach werden. Ja. Und daran glaube ich, das weiß ich, das fühle ich, das braucht mir überhaupt keiner zu sagen. Ich weiß das. Da haben wir schon vor 10 Jahren gesagt, der wird verboten werden. Ja. Und jetzt immer sicherer, immer sicherer, immer sicherer, weil ich Gott Vertrauen habe und ich weiß, dass wenn ich das Gott erbitte, wird er mir geben. Ja? Denn das ist nämlich aus der Not heraus und aus der Liebe heraus. Nicht, ich will, lass mich einen Koffer voll mit Geld, ich bete hier nicht, lass mich einen Koffer voll mit Geld finden. Ich bete für meine Geschwister, auch für Ungläubige, ja? Auch für Ungläubige, andere Atheisten, dass sie von dem Islam, ja, und so weiter. Ja, auch für Muslime bete ich, dass sie unseren, dass sie den Heiligen Geist erkennen, dass sie unseren Gott erkennen, ja, und so weiter, dass er in ihnen kommt. Ja, und das machen gerade Millionen von Christen. Und schaut mal, wie Muslime werden gerade so brutal Christen. Das ist der absolute Hammer. Natürlich tut Jesus ändern. Die Frage ist jetzt nur, tut er auch politisch helfen? Und natürlich tut er auch politisch helfen. David war ein gläubiger Politiker. Nochmal. Ja? Die haben auch Politik angewandt. Ja? Oder sind zu Politikern gegangen, haben Politiker und sogar Könige angesprochen, die, was damals ja Ideologie Politik war. Ja? Sozusagen. So. Also wir sollen nicht heute, ja, das ist, was ich meine, so 5-6 Jahres-Christen, die gehen zu euch und sagen, geht nicht zu Politiker, labert, braucht ihr gar nicht anzulabern, kein Kreuz zu denen zu machen. Nö, warum denn nicht? Haben wir uns unsere Propheten haben das früher nicht gemacht, David hat das nicht gemacht, David hat einen dazu sogar Goliath zerschlagen. Ja? Ja? Die haben sogar gemordet, die haben sogar nicht gemordet, die haben sogar getötet, den Feind getötet, damit sie überleben. Und wir dürfen heute kein Kreuz machen. Ja? Wir dürfen heute zu Politikern nicht versuchen, ja, zu sagen, was sie falsch und was sie richtig machen. Nein, 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 nein. Ja. So. Natürlich wird Jesus die Menschheit befreien. Natürlich geht nichts ohne Jesus, das ist klar. Aber Jesus sagt auch, eure Werke werden größer sein als meine. Das müsst ihr auch mal verstehen, dass ihr aus eurem freien Willen etwas tut. Ja? Nicht dieses nur Jesus. Jesus wirkt durch uns, wenn wir auf ihn vertrauen und wir handeln. Ja? Seit Kindheit leide ich unter dem Islam. Ich wünsche, dass mich jemand rettet. Du musst Jesus Christus annehmen und er wird dich retten und er wird dich leiten. Ja, du bist noch ein junger Kerl, wenn du noch in der Familie lebst. Ich studiere. Bleib am Ball, mein lieber Freund. Ja, studiere, bleib am Ball. Bleib stark. Ja, wenn du dann deine Arbeit hast und was weiß ich was hast, dann holst du dir deine Wohnung. Ziehst woanders hin, ja, ich sage ja nicht, dass du dich befreien sollst mit deiner Familie, schweig einfach, kein Mensch sagt, dass du sagen musst, ich bin jetzt Christ geworden und dass du jetzt hier dein Leben aufs Spiel setzt. Das Problem ist aber eins, und das sage ich dir auch ganz ehrlich, wenn einer dich fragt, bist du Christ, und du sagst nein, ja, du musst es ja niemandem auf die Nase binden, musst du nicht, steht nirgendwo, dass du es musst. Aber es steht ganz klar, wenn du Gott verleugnest, hast du ein Problem. Also sollte jemand auf die Idee kommt, dass du Christ geworden bist und der dich fragt, musst du sagen, ja, strikt. Gibt's nichts, ich will hier gut für dich dastehen. Nee, sag so, ach bla bla bla. Nein, du kannst Gott nicht verwerfen. Ja? Jetzt wird vielleicht einer kommen und sagen, ja, hat nicht der eine Prophet, hat er nicht gesagt, wo der kam und wollte, ist, und da hat der Prophet sogar gelogen und hat gesagt, ist das deine Frau? Nein, das ist meine Schwester, er hat die mitgenommen. Ja? Hier ging es um die Schwester. Hier hat der Prophet gelogen, um sein Leben zu schützen, ja, weil sonst hätte der Prophet ihn umgebracht, einfach die Frau mitgenommen, wenn ich sagte, jetzt wäre meine Frau, weil sonst hätte der ägyptische Gottkönig, sage ich mal,
sagen können, vielleicht wird das in Zukunft mal mein Feind, ich töte ihn jetzt. Das war früher ganz und ganz normal. Man hat so diese paganen Völker, haben, wenn eine Frau gefallen hat, Könige, Priester oder was weiß ich, was von diesen anderen Glauben, ja, Mönche oder was weiß ich, oder Hohe Rat, Hohe Räter, ja, die haben einfach die Frau genommen, wenn sie gefallen hat, haben dich umgebracht und fertig. Ja. Da mussten die auch, der Kalle, der wartet nicht irgendwann mal auf der Lauer, auf der Mauer, ja, wie eine kleine Wanze und schmeißt den Stein auf den Kopf, ja. Verstehst du? Problem gelöst, einfach töten. Somit hat er gesagt, nein, das ist meine Schwester, somit konnte er ihn am Leben lassen. Dann hat der Prophet aber, dann hat dieser Pharao der Frau aber wieder zurückgegeben, den Propheten, ja. Wieder zurückgegeben. Und hier könnte man dann auch sagen, ja, hat er doch auch gelogen. Hier geht es darum, hier ging es darum, sein Leben zu schützen. Ja? Und er hat aber hier nicht Gott verleugnet. Hat der Prophet gesagt, bist du Jude? Glaubst du an diesen Gott der Juden? Ja, oder sowas. Und er hätte gesagt, nein, hätte Gott verleugnet. Ja, guck mal, Aaron. Aaron musste auf den Berg gehen und sterben. Ja? Und das ist, was du machen musst. Ja? Wechsel den Kreis, wechsel dein Umfeld, deinen Kreis, ja, geh dorthin, wo mehr Christen sind oder sonst was, wo du mehr geschützt bist oder was auch immer, das musst du für dich selber wissen. Nur du kennst deine Situation, ich kann dir hier nichts sagen, ich kenne deine Situation nicht, ich weiß nicht, an was du genau leidest. Wirst du maltratiert, wirst du sogar gehauen oder, nur mal als Beispiel, oder wirst du einfach nur, ja, einfach der Islam, die Umgebung zu viel Islam, die dich unwohl fühlen lässt, weiß ich ja nicht, das musst du für dich wissen, was du tust. Und stark sein und deinen Weg dann gehen, ja? Welt ohne Islam ist Himmel auf Erden. Leider nicht, denn wir haben nämlich das Problem, lieber Freund, wir haben nämlich ein großes Problem, dass der Islam nicht, der Islam wird ja benutzt, man sagt sogar, dass er erfunden worden ist von dem Katholizismus. Denn, um das ganz einfach zu sagen, will ich, dass meine Fans, sage ich mal, mir weiterhin folgen, ja, aber sie werden mich mit der Zeit ignorieren, wenn sie sehen, sie brauchen mich gar nicht, ja. Darum ein Feindbild kreieren, ja, Islam-Feindbild kreieren, damit man mich als mich, die Kirche, Katholizismus, Vatikan braucht, ja. Macht man ja heute noch. Immer dieses Angstgefühl, Russland, Amerika, meine Atomkrieg, nicht, dass wir einen Atomkrieg bekommen, ja, Beulenpest, Schweinepest, Vogelgrippe, es wird zu kalt. Vor 30 Jahren, ich war ein kleines Kind, ja, da habe ich richtig Angst gehabt, weil ich bin ja kein Idiot. Ich habe das halt, okay, vielleicht dumm, weil ich das sofort geglaubt habe, aber ich war ein Kind. Ja, wir hatten damals noch nicht, damals gab es kein Internet. Wo ich 12 war, gab es kein Internet. Da kam das erst alles, ja. Gab es noch nicht mal Handy, wo ich 12 war. Soweit ich weiß, ich glaube mit 16, 17, glaube ich, kam erst Handy raus. Also es gab schon diese, für diese Reichen, diese riesen, dicken Mobiltelefone. Ja, aber ich rede jetzt hier von Otto-Normalverbraucher. Gab es noch gar nicht, wo ich 12 war, ja. Gab es noch gar nicht, nee. So. Und du musstest in die Bibliothek gehen und zu studieren. Das habe ich schon mal ein paar Mal gemacht, aber okay. Ich habe schon mal zugegeben, dass ich früher mal ein bisschen faul war. So, und was ich meine ist, genau. Wenn die Welt von befreit wird von Islam, dann ist Himmel auf der. Nein, weil wir haben immer ein Feindbild. Es wird immer ein Feindbild kreiert, ja? Immer ein Feindbild. Und wo ich 12 Jahre alt war, hat man gesagt, es wird kalt, es wird kälter. Da hatte ich so eine Angst, weil ich kein Dummkopf bin, weil ich wusste sofort, was 2 Grad Kälte ausmachen werden. Ja? Ich wusste sofort, dass bis Norddeutschland alles komplett, ja, verschneit und vereist, nur bei 2 Grad Kälte. Ja? Das ist, nach Kälte ist ein riesengroßer Unterschied nach Kälte. Nach Hitze auch, aber nach Kälte, ja, sind es richtig physische, Eis, Schnee, bliblablub, ja, komplett Hamburg wäre komplett vereist worden bei 2 Grad Differenz schon, ja. Und das wusste ich als Kind, hatte voll die Angst. Und das ist, was sie machen, ja. Das ist, was sie machen. Angst, 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 Angst. Und das ist das Problem, wenn der Islam weg ist, werden sie was Neues kreieren, ja. Beziehungsweise tun sie schon ständig parallel, ja. Angst, diese Angst, Russland, Amerika, wer soll denn Kontinentalraketen schicken? Ist doch kein Mensch so blöd. Amerika schickt
Russland schickt die ganze Welt zusammen Arsch. Wir hatten was davon gehabt? Niemand. Es kann mich so blöd. Trotzdem machen sie uns diese Angst. Kalter Krieg, solange diesen kalten Krieg, solange diese. Und die Menschen wie kleine Mäuschen, ja, in ihren kleinen Käfig zu halten mit Dornen und ständig, oh mein Gott, Dornen, oh mein Gott, das, ja, so ungefähr musst du dir vorstellen. Ja. Und die Maus denkt, wann kommen die Dornen irgendwann mal raus? Kommen die Dornen irgendwann mal raus? Werden sie irgendwann mal stechen? Und der Mensch macht ab und zu mal die Dornen so tschak, 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 tschak. Und die Maus checkt, oh mein Gott, ja, die Dornen können ja kommen. Ja, kommen die irgendwann mal komplett raus? Verstehst du, was ich meine? Ich versuche mal nur simpel zu verstehen. Das, was sie uns mit uns machen. Sie behandeln uns wie dumme Mäuschen. Ja? Und jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Ich habe gar keine Angst vor Klimawandel, Bliblawandel, Bliblablub und was. Egal, was die da erzählen, ich habe gar keine Angst mehr. Weil ich jetzt weiß und dahinter gekommen bin, schon lange, dass das nur ein Druck, ein Mittel ist, uns zu terrorisieren. Ja? Ich bin siegreich geworden durch Terror. Und so funktioniert das mit der Welt, durch Terror. Die Politik, die Mächte da oben. Krieg funktioniert nur, indem man den Menschen sagt, du bist ein Held, wenn du für dein Land stirbst und für Demokratie. Ja? Was für ein Schwachsinn. Und in Wirklichkeit ist das nur für die Agenda oder beziehungsweise für die kranken Bedürfnisse dieser machthungrigen Leader da oben. Und die dummen Soldaten, ja, guckt euch in Facebook bei mir an, habe ich einen super Post darüber gemacht, ja. Und die dummen Soldaten fallen darauf rein. Nicht nur, dass sie darauf reinfallen, das Problem ist, dass wir zu viele Mörder, Menschen auf der Welt haben, die gerne töten wollen. Und das Militär, ja, das auch noch legalisiert, Menschen zu töten. Also wenn ich gerne Menschen töten will, ja, denke ich mir doch, hey, kein Militär, kein Krieg machen und dann kannst du töten. Counter-Strike, real Counter-Strike spielen. Von diesen Menschen haben wir zu viele. Also was heißt das, unsere Erziehung muss anders werden mit unseren Kindern, ja, wieder christlich, so. Ja. Also der Islam ist ein Mittel zum Zweck und dieses Mittel werden wir auch immer beseitigen, ja. Werden wir beseitigen, also ich sag mal, die Ideologie streichen in Europa, zumindest in den westlichen Ländern und, ja. Und dann wird es andere Druckmittel geben. Ja. Was ist geistliche Nahrung? Geistliche Nahrung ist, Jesus sagt, ich bin das Mana. Also er ist das Mana, er ist das Brot, ich bin der Wein. Ja, damit meint er, ihr werdet nicht nur satt durch echtes Brot oder echtes Wein oder echtes Trinken, ja, sondern auch durch den Glauben werden wir satt. Das ist geistliche Nahrung. Beten, ja. Mit unseren Geschwistern in der Gemeinde sein, der stärkt uns, das ist auch geistliche Nahrung. Doch die wichtigste geistige Nahrung ist Jesus Christus selbst, Gott selbst, dass wir an ihn beten, an ihn glauben, ihn vertrauen, er uns stärkt. Ich werde euch geben, was immer ihr auch erbittet. Ja? Wenn wir seine Gebote halten und ihn lieben, umso mehr können, dann kannst du auch erbitten, er wird dir auch geben. Ja? Du musst ihn schon lieben, seine Gebote halten, dann kann er auch geben. Wenn wir Heuchler sind und zu viel sünden, können wir so oft bitten, wie wir wollen, er wird nicht geben. Ja? Müssen wir ganz offen ehrlich sagen. Manchmal fragen wir uns, ja, ich bitte doch und bitte doch, sagst du nicht, du gibst mir. Geben und nehmen, sagt Gott, hast du schon für andere gebetet, dass sie bekommen? Hast du schon für andere gebetet, dass sie den Islam verlassen, unseren Gott erkennen und Christen werden? Hast du schon für die und die und die gebetet? Hast du für das und das und das gebetet? Hast du gemacht? Gut, jetzt bete für dich. Geben und nehmen. Erst geben, dann nehmen. Sagt uns doch Gott hier ganz klar. Ja? Nicht erst nehmen und dann geben oder nehmen und dann gar nicht geben. Ja? Das sind so Sachen, geistliche Nahrung. Ja? Studieren. Ja? Studieren die Bibel. Wie gesagt, das A und O ist Jesus Christus. Er ist das Meine. Aber es gibt dann noch andere Sachen, die dich geistlich stärken. Die Bibel ist eine absolute Weisheit, die fürs ganze Leben dir helfen kann. Ja, wie du sogar erfolgreich im Leben werden kannst, dich warnt vor dem Feind, ja, und so weiter. Ja? Wie du deinen Kreis aufbauen kannst, deine Familie, wie das alles funktionieren soll, was du besser essen sollst und was nicht. Du kannst dich zum Beispiel an die Speisegebote halten. Denn, es ist hier ganz simpel zu verstehen, wir wissen heute wissenschaftlich, dass das Schwein unreiner ist als die Kuh. Ja? Das wissen wir heute wegen dem anderen Stoffwechselverbrauch, andere physische Bewegung, der sich mehr bewegt, einen anderen Stoffwechsel hat, oder, tut das Gift im Körper besser
wieder rausbringen. Der Mensch zum Beispiel, wenn er viel Sport macht, der schwitzt einfach das Gift wieder raus. Ja? Und ja, gut. Und hier sagt uns Gott ganz klar, dass gewisse Tiere unrein sind, gewisse Tiere sogar unrein sind, gewisse Tiere wir nicht essen sollen. Und warum? Dass du einen Tipp hast, wie du dich gesünder ernähren kannst. Das ist nicht, was dich in den Himmel bringt oder in die Hölle. Aber Gott gibt dir hier, sagt dir das ganz klar, den Juden, sagt er das den Juden, was sie essen sollen, was nicht. Wir Christen können das aber übernehmen, ja, übernehmen, ja, und sagen, ich mache das auch. Weil Gott sagt das ja nicht umsonst. Und was das sagt heute die Wissenschaft? Sehen wir eine Tabelle und wir sehen heute ganz klar, welche Tiere heute die unreineren sind, wie Gott es sagt. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Dass Gott sagt vor.